Feldhockey ist der erfolgreichste Mannschaftssport in Deutschland. In jeder Großstadt ist ein Hockeyclub vorhanden. Feldhockey wird auf Kunstrasen gespielt. Das Feld ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Man spielt es mit einem Schläger und einem Ball. Auch in unserer Schule ist Hockey sehr beliebt. Hockey ist in verschiedene Ligen unterteilt. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen wie beim Fußball. Die höchste und beste Liga ist die erste Bundesliga. Dort spielen die besten Teams aus ganz Deutschland. Die vier besten Mannschaften der ersten Bundesliga, weiblich und männlich, kommen dann in die deutsche Endrunde. Dort spielen sie um den Meistertitel. Hier seht ihr Bilder der deutschen Mannschaft im Juni 2016. Etwa 80.000 Menschen in Deutschland spielen Hockey. Da gibt es sehr viele Teams. Ein sehr erfolgreiches Hockeyteam ist der Uhlenhorster Hockeyclub. Trainiert wird er von Klaas Henkel, einem ehemaligen Schüler unserer Schule. Fragen wir ihn doch mal, welche Eigenschaften jemand braucht, der erfolgreich Hockey spielen will. Muss sehr gut drauf sein. Er muss sehr viel Bock an der Gemeinschaft mit anderen haben. Sehr guter Teamplayer sein. Seine Damen konnten sich den Titel holen. 8 von ihnen werden in Rio dabei sein. Wir hoffen, wir werden die deutsche Nationalhymne noch oft hören. Was seht ihr hier? Nichts. Dann seht ihr in etwa so viel wie die Spieler der paralympischen Sportart Goalball. Alle Spieler tragen bei Goalball Augenbinden und müssen sich so ganz auf ihr Gehör verlassen. Eine kleine Hilfe haben sie dabei. Im Ball befinden sich kleine Glöckchen, die klingen, wenn man den Ball bewegt. Ziel des Spiels ist es, den Ball indirekt ins 9 Meter breite Tor zu bewegen. Dabei versuchen die drei Spieler jeder Mannschaft alles, um das zu verhindern. Eigentlich ist Goalball ein relativ rasantes Spiel. Jede Mannschaft hat für einen Angriff nur 10 Sekunden Zeit. Profis verleihen dem Ball eine Geschwindigkeit von bis zu 95 Kilometer pro Stunde. Bei den Paralympics wird unsere deutsche Mannschaft in den Gruppenspielen auf die brasilianische treffen. Wir drücken allen Teams die Daumen.